Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Wir sind weiter on the road mit unserem süßen Beach Buggy und schauen mal, was der nächste Abschnitt des Spiels für uns bereithält. Und ist mein Licht im Tunnel, nicht nur am Ende des Tunnels. So, ich mache nochmal das Spiel ein kleines wenig leiser auf meinen Kopfhörern. So. Sand Traps, Sandfallen. Ja, hier ist. Da kommen wir nicht durch, da müssen wir da lang. Oh. Ja, wisst ihr was? Ach Quatsch, ich habe ja die Taukanone. Haha. Jetzt will ich so ein bisschen rummalern. Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die nicht liegen bleiben. Von daher. Aha. Hier scheint es weiterzugehen. Da sind Headcrabs. Weiterzugehen oder ein Geheimding sein. So. Zwei Headcrabs. Ja, zwei Headcrabs. Die sieht eigentlich noch ganz gut aus. Also im Sinne von. Ja, dem sein Kopf ist. Nee, dem auch. Die sind einfach nur getötet worden. Die sind nicht zombifiziert. Das meinte ich mit, die sieht eigentlich noch ganz gut aus. Eine unzombifizierte Frau. So. Steuerung im Computerspiel finde ich schon mal schwer, weil gefühlt die Steuerung vertauscht ist, wenn man rückwärts fährt. Beim richtigen Auto ist das dann offensichtlich, dass die andersrum ist. Aber hier ist das irgendwie, wenn man die Pfeiltasten steuert, ist das irgendwie komisch. Obwohl es eigentlich klar sein müsste, du drehst ja das Lenkrad in die gleiche Richtung, wie wenn du Auto fährst, aber so, ich wollte eigentlich das hier machen. Und dann. Gut. Dann nehmen wir nochmal die Taukanone. Eigentlich wollte ich Platz machen und dann mit dieser Kiste oder diesem Eimer, der da hinten war, da hinten die Gegner wegsprengen. Das, was ich eben gemacht habe, obwohl die Gegner schon weg sind. So, das müssen wir sowieso. Wir müssen hier eben Platz machen. So, das Auto zur Seite. Diesen armen, verbrannten Menschen hier. Ein bisschen Erinnerung an Ravenholm, die Gegner. Das war eine verschwendete Explosion. Nun gut, egal. Und den können wir nicht zur Seite schießen. Also, jetzt noch einer. Dann so. Nochmal nachladen. Dann müssen wir dieses Auto eben auf die andere Seite der Straße schieben. So. Und dann würde ich sagen, machen wir das mit allen und machen die linke Seite frei, sodass wir wie in England einfach auf der linken Seite fahren können. So. Platz gemacht, das ist ja auch noch weggeräumt. Den kriegen wir nicht los, das soll nicht stimmen. Der sollte kein großes Hindernis darstellen. So, und weiter geht's. Jawohl. Das war erfolgreich. Eben war ich kurz erschrocken, weil ich gesehen habe, in meinem OBS stehen 0 Minuten, aber das war für das Live-Broadcasting, nicht für die Aufnahme. Funktioniert tatsächlich. So, hier bin ich durch und fahre von der Straße runter. Und dann kommen wir zu einem Haus. Und schauen nochmal, da brennt ein kleines Feuerchen. Und Combine-Funk. So. Sein. Das kann nicht sein, dass hier nur zwei Combine-Soldaten waren. Huch, der Panzer, der war eben kurz weg.
Aber das kleine Feuerchen, was gebrennt bzw. gebrannt hat, hier haben sie scheinbar die Bewohner der Häuser verbrannt. Können wir nur hoffen, dass die da nicht mehr gelebt haben. Würde ich im Combine ja auch zutrauen. Ich würde gerne eine Waffe hinnehmen, dass sie die Leute bei lebendiger Haut verbrennen. Ich gehe davon aus, dass die schon Zombies waren und deswegen verbrannt wurden. So, dann hätten wir hier noch etwas Wein, der schon ausgetrunken wurde. Ah, deswegen haben wir die Tür nicht aufgekriegt. Nun gut, dann gehen wir halt außen rum. Die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Ein bisschen lauschen. Da scheint niemand zu sein. Okay, weiter. Okay, das ist interessant. Hier ist eine Barriere und dann liegt da eine Leiche. Da erwartet man natürlich, dass diese Leiche in Wirklichkeit ein Zombie ist. Ah, okay. Es sind eben diese Minen und hier im Haus sind die richtig nervig. So, ich wirf sie mal nach unten. Mal gucken, ob die von allein wieder nach oben kommen. Ich gehe aber davon aus, dass sie jetzt unten sind. Der ist von diesen Minen getötet worden. So, die sind jetzt unten, aber wie man sieht, die sind scharf. So. Ja, da geht's nicht runter. So, und die nehmen davon natürlich keinen Schaden. Und was ich tatsächlich mache, ist einfach nur die. Das sind jetzt schon zu dritt, zu viert. Interessant. Da sollt ihr. Zum Glück brauchen die eine Weile, um sich zu orientieren, wenn ich sie verschossen habe. Und das ist das, was sie mir antun, wenn sie mich treffen. Hopp, da helfe ich mal raus und jetzt kommen sie hinterher. Und jetzt kann ich sie schnappen und in das Meer schießen. So. Jetzt hat sich die Geschichte erledigt. Da ist noch eine. Die sind aber da unten und kommen hier nicht hoch. Da können sie bleiben. So, mal schauen, ob wir jetzt den. Ob wir das die Lebensenergie schon eingesammelt haben. Wahrscheinlich. Nein, gut. Dann kriegen wir die noch. Sehr schön. Kann ich hier. Ich kann hier nicht drunter hüpfen. Ah, hier verschwinden immer mal Gegenstände, wenn ich zu weit weg bin. Gut, okay, das ist eine übliche Optimierungsstrategie von Spieleentwicklern. Gegenstände nicht zu rendern, wenn sie zu weit weg sind. Wenn das Spiel denkt, dass ich sie gar eh nicht sehen könnte, wenn sie aus der Welt entfernt, sodass die Grafik-Engine gar nicht mit ihnen arbeiten muss. So, das war tatsächlich nur so ein kleines Bonushäuschen. Schade um die Bewohner hier. Wie gesagt, lasst uns hoffen, dass sie Zombies waren. Und sie damit eigentlich nur von ihrem Schicksal befreit wurden. Schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Okay, hier ist eindeutig eine Basis. Das hat ziemlich gedauert, ehrlich gesagt. Und da kommen noch mehr davon, aber hier draußen sind die kein Problem. Da kann ich hier einfach ins Wasser schießen. Also, das ist ja witzlos. So, tatsächlich, was passiert ist, die werden, wenn ich jetzt hier weiterfahre, diese Dinger hochschalten. Und ich muss halt auch hier diesen Schlagbaum entfernen. Das heißt, es ist sinnvoll, hier sich erstmal durchzukämpfen. Was ist das von Boromir? Nicht Boromir, ich bin Gordon Freeman. So. Ah, ein kleines Öfchen. Alles sehr karg eingerichtet. Man sieht schon, das ist nicht die beste Gegend.
Heißt auch schon Black Mesa East. Ich gehe davon aus, das soll irgendwie eben irgendein östliches Land spielen, der auch die kyrillische Schrift, deren ich leider nicht mächtig bin. Kann zwar ein paar Brocken Serbisch aufgrund von den Besuchen der Kollegen in Serbien, aber so wirklich bringen tut mir das nichts. Naja, okay, ich muss den Schlagbaum hier also irgendwie wegschießen. Hier kann ich das Schild zumindest schon mal loswerden. Ziemlich sicher, ich konnte mich irgendwie entfernen. Ich konnte hier mit dem Auto eigentlich weiter und ich bin mir ziemlich sicher, dass man diesen Schlagbaum entfernen kann. Sagen wir, dass ich von unten dagegen. Ja, genau, man muss von unten dagegen, dass der kaputt geht. Ich hätte hier einfach nur noch einen Schuss überhaupt gebraucht und er wäre einfach kaputt gegangen. Nun gut, gehen wir zum Auto zurück. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine mit diesen gelben Dingern. Die mich hochklappen, um mich. Auch hier nochmal. Das ist natürlich sehr effektiv gewesen. Aber gut. Den Schlagbaum hätte ich nicht einfach durchbrechen können mit dem Auto tatsächlich. Steht ein einsamer Baum. Da müssen wir dran vorbei, ansonsten krachen wir unten. So. Und dann ist hier schon das nächste Hindernis. Wieder ein Dorf und ein umgekippter Laster. Da kann ich noch hier rüber. So. Aber selbstverständlich müssen wir hier die Taschenlampe kurz rausholen. Das ist das Geheimsignal. Einmal kurz Taschenlampe rausholen. Heißt, ich bin da. Jetzt kommen die Schiffe an, damit ich wieder etwas zum Ziel üben habe. Außerdem schmeißen die hier, das sind diese Minen, schmeißen die runter. Die Kugelminen. So. Was man tatsächlich machen kann, ist, man kann hier, wenn man es richtig macht, kann man sich bei den Dropships so hinstellen, dass die ganzen Gegner einem immer genau vor die Flinte laufen, wenn sie aus dem Dropship rauskommen, aus diesem Container, das das hält. Truppentransportcontainer. Und dann ist das Ergebnis, dass man sie einfach genüsslich nach und nach abschießen kann. Und die einem eigentlich gar nichts anhaben können. Ähnlich wie eben. Granatentimer. Das habe ich ganz überlesen. Zum Glück bin ich schnell genug weg gewesen noch. Gehört habe ich es tatsächlich erst, nachdem ich es gelesen habe. Hier, das ist das Tor. Da blockiert nichts, so wie es scheint. Nein, okay. Müssen wir mal gucken. Hier geht ein Kabel hin, also müssen wir den Strom anschalten. So. Und da fehlt uns zwei Batterien für. Und eine haben wir hier. Letzte Batterie von meinem Bart. Im Bart ist keine Batterie, nur viel Blut. So, dann gucken wir doch mal an den Autos. Na, hier im Auto. Das war doch zu erwarten, dass die Autobatterie im Auto ist. So, dann setzen wir die ein. Und damit geht auch die Tür auf. So. Ja, mach mal das Licht an. Können wir noch das Auto hier aus dem Weg räumen, wollte ich sagen. Fand ich übrigens auch ein schönes Rätsel, als ich es damals gesehen habe. Dass man hier die Batterien finden und einsetzen muss, ist übrigens eine Sache, die nur an dieser einen Stelle passiert im ganzen Spiel. Und das ist auch so eine Sache, die ich mag. Man hat hier nicht irgendwie Rätsel, wo man einen Rätseltyp lernt und dann immer wieder den gleichen Rätseltyp macht. Sondern stattdessen
auch mal Rätsel, die nur einmal im Spiel vorkommen, wo man dann eben sieht und überlegen muss, was man zu tun hat. Ich meine, wirklich Rätsel an sich kann man es nicht nennen. Es ist am Ende immer noch ein Ballerspiel, wie man so schön sagt, ein First-Person-Shooter. Aber man hat hier eben Komponenten, wo man ja ein bisschen logisch denken muss. Also ich meine, das ist ja offensichtlich, nur da ist eine Batterie drin, zwei fehlen, man muss irgendwie zwei Batterien reinsetzen. So, jetzt sind wir am Leuchtturm angekommen. Ihr erinnert euch, in der letzten Basis, in der wir waren, wurde die Leuchtturmbasis über unser Kommen informiert. Hallo, hier sind wir. Ich bin Gordon Freeman. Hier drüben, da drüben. Dann speichern wir mal. Ich kann mich erinnern, einmal hat es so geglitscht, dass es nicht anerkannt hat, dass ich mit dem Auto da reingefahren bin. Fährst du wohl. So. Schön. Okay, Doc. You'll have to go on foot from here. There's a secret path along the cliffside, but no one's going anywhere until we fight off this attack. Having you here to fight alongside us is going to make a big difference for morale. Crap. Here come the dropships. Das ist die Stelle, die ich meine, wenn man weiß, wo die Dropships kommen. So eine Stelle, wo ich beim letzten Durchspielen mehrfach gebraucht habe. Aber wenn man weiß, wo die Dropships landen, kann man sich so ziemlich vor sie stellen. Also spätestens jetzt, wenn sie unten sind, kriegt ihr nämlich auch die Knarre nicht mehr. Könnt sie einfach hinstellen. Und muss nur warten, bis sie rausgehüpft sind. Hüpf, weg. Hüpf. Und das war das Dropship. Jetzt kommt das nächste. Das landet hier. Kommen schön nacheinander. Dass diese Taktik auch wirklich funktioniert. Ne? Da war ich ein bisschen früh. Und jetzt werde ich wahrscheinlich zermatscht. Dropship. Schauen. Nein. So. Das sieht schön raus. Ja, man kann sich so schön hinstellen, dass man genau auf den Kopf zielt. Und damit das nächste Dropship kommt da hinten. Natürlich könnte man noch versuchen, das Dropship, die Dropships alle abzuschießen. So, ich warte nochmal, das ist auch wirklich. So, jetzt ist es tief genug, dass es nicht mehr schießt. Das bringt. Genau, das nächste kommt hier an den Leuchtturm. So, warten, bis es tief genug ist, dass es nicht mehr schießt. Und jetzt müssen wir hier halt von der Seite ran. Das ist jetzt tatsächlich nur, wenn man, weil man dann einfach so ein bisschen die Spielmechanik kennt. Ach, jetzt hat er sich in den Weg gestellt, der Depp. Jetzt kommt der eigentlich interessante Teil. Genau. Das Gunship, das wir mit dem Rocket Launcher vernichten müssen. Ja, du bist ja blöd. Lässt sich von dem Gunship abschießen? Nein. So. Ein bisschen weiter hoch. Bis wir zu den Raketen kommen. Die sind hier. Mal eben nachfüllen. So. Und jetzt können wir hier die Rakete irgendwo hinschießen und dann schön dem Dropship folgen lassen. Und das kann gerne versuchen, die Raketen abzuschießen. Ich habe endlos Munition. Ich muss nur immer wieder runter. So, ein Treffer. Dann wieder nach unten. Das hat dem nicht viel gebracht. Hallo, wo bist du da? Guck mal hier hinten, kommt eine Rakete an. Zwei. Und die drei kommt direkt hinten dran und damit ist das weg. Ist er natürlich auch dem geschuldet, dass ich auf einfach spiele, klar.
aber dennoch. Und das war der ganze Angriff schon. So. Da kriegen wir noch Munition. Das Health Kit fehlt auf dem Boden. Okay. Dann folgen wir ihm mal. Ich will noch eben schnell das Dorf durchsuchen, ob es da irgendwelche Pony oder so gibt. Bin gleich wieder da. So. Ich speichere nochmal. So, ich bin mal gespannt, ob jetzt noch einer kommt. Ich bin bisher immer direkt hinterher gerannt. Oder ob das tatsächlich nur eine leere Drohung sozusagen ist, dass man weitergeht. Das ist jetzt eigentlich quasi Bereich, den da hier hätte man. Die Idee ist, dass man hier durchrennt, während man gegen das Gunship kämpft, um in Deckung zu sein. Aber das Spiel ist halt so einfach eingestellt, dass ich die Deckung nicht brauche. Die paar Treffer, die das Gunship gemacht hat, die haben halt nicht wirklich was ausgemacht. So, hier ist noch ein Häuschen. Gucken wir da nochmal rein und dann gehen wir mal in den Keller vom Leuchtturm. Da war nichts. Und das hier ist auch ein leerer Raum. Ah, das ist tatsächlich nur rein. Ja, ich komme rein, eine Deckung für den Kampf. So, wie gesagt, wenn man weiß, was einen erwartet, selbst wenn man einfach ein bisschen wenn man nicht genau weiß, was einen erwartet, ich habe eben auch nicht mehr genau gewusst, in welcher Reihenfolge die Dropships kommen. Ich wusste nur, es kommen ein paar Dropships und dann ein Gunship. Und ich wusste halt, wenn ich das Dropship besiege, alle Dropship, wenn ich dahin gehe, wo das Dropship ist, dann kann ich die einfach, ziemlich einfach. Wo lang? Jetzt macht er hier irgendwas. Aha, da ist die Tür, die macht er auf. Und dann speichern wir nochmal. Und deswegen watch your step. Wenn wir nicht unseren Step watchen, landen wir im Wasser. So. Und hier kommt das nächste. Jetzt kommt auch das nächste Schiff. So. Und das nimmt unseren Wagen mit. So nach dem Motto, jetzt kann Gordon Freeman hier nicht mehr weiter. Er hat ja sein Auto nicht mehr. Der zu kurz gedacht. Und der Headcrab hat auch zu kurz gedacht. Der hat gedacht, der könnte auf uns springen. Das klappt aber so nicht. Ist da noch ein Headcrab drin? Sieht nicht so aus. Okay. So. Dann kommt jetzt der nächste Abschnitt. Der Teil mit dem Auto ist zu Ende. Jetzt kommt der nächste Teil. Das ist tatsächlich ein etwas nervigerer. Oder ein etwas anstrengender, zeitfressender, wie man es auch mal nennen möchte. Ich bleib hier. Laszlo, don't move. No. Help! Dear God. Poor Laszlo. The finest mind of his generation. He come to such an end. Es tut mir so leid. The Vortigaunt camp, hoping to pick up some bug baits of these damn things and leave us alone. But without Laszlo, what's the point? Und die Menschheit retten? I know you tried to help. I'll stay with him a while. There's something I have to do. Go ahead. I hope you have better luck than we had. Also, ich darf hier nicht auf den Sand treten. Remember to stay off the sand. The antlions are edgy right now. Ansonsten kommen eben die Ameisenlöwen. Übrigens habe ich früher immer Sandlions verstanden, habe ohne Untertitel gespielt und dachte, es wären Sandlöwen, was ja auch passt, weil sie eben Sand sind. So. Komm her.
Das Interessante ist, ich kann hier Sachen nehmen und durch die Gegend werfen. Das interessiert die nicht, aber wenn ich den Boden berühre. Nun gut, sie können die Unterschiede in der Vibration spüren. Komm, das ist doch eine Batterieenergie. Ja, das ist das hier. Toll, wo ist jetzt die Batterie hin? Ah, Mist. Nun gut. Und halt hier nach unten. Ah, da ist sie ja. So. Und jetzt hüpfen wir uns hier entlang. So. Auf das Holz. Das ist auch erlaubt. Solange wir nicht auf dem Sand landen. Ja. Und jetzt würde ich sagen, bin ich mal ein wenig gönnerhaft. Abgesehen davon, dass ich erstmal erstmal hier diese Kisten einsammle. Nichts Besonderes. So. Und zwinge euch mal nicht, euch das Ganze hier komplett mit anzugucken, sondern werde hier eine Timelapse einbauen, bis es wieder etwas Interessantes gibt. Und naja, wenn ich mir die Zeit angucke, wird die Folge auch schon nicht mehr so allzu lang dauern. Von daher bin ich gerade im Überlegen. Ich glaube, ich werde die Folge... Und schon habe ich es geschafft, hier die Endlines zu rufen. Ich lade jetzt gerade wieder. So. Bin einmal daneben gehüpft. Hey, so früh ist mir das noch nie passiert. So, gut, dann ist es auch relativ eindeutig. Die Timelapse gibt es in der nächsten Folge, weil diese hier schon fast zu Ende ist. Mache ich jetzt einfach schon Schluss. Und beziehungsweise, ganz ehrlich, gucken wir erst nochmal. Das Ding geht kaputt, okay. Gucken wir erst nochmal, ob wir nicht hier rüber springen können. Mit Sprint. Das hat geklappt. Diese nervige Stelle so weit wie möglich herauszögern. Mal hier hin, hier hin. Das kriegen wir nicht mehr. So, speichern. Ah, okay. Dann habt ihr Glück gehabt. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste jetzt hier diesen... Ihr kennt dieses Spiel, wo man die Bier, wo man zwei Bierkästen hat. Oder Cola-Kästen, oder was auch immer. Man darf nur auf den Cola-Kästen laufen, muss immer einen vor den anderen stellen, um weiterlaufen zu können. Sowas kommt hier jetzt quasi dann auch. Hier muss man dann irgendwelche Sachen nehmen und immer vor sich legen, um vorwärts zu kommen. Ansonsten tritt man auf den Sand. Aber momentan komme ich scheinbar noch ohne weiter. Jetzt schauen wir mal. So, hier hoch. So, hier ist... Das ist wieder eine... Wippe. Dann nehmen wir das hier rauf. So. Ganz ans Ende. Das kommt noch mit dazu. So, schließlich mein Gewicht halten. So. Und dann können wir hier... Dann schmeißt es hier dieses Ding runter. Glücklicherweise auf das. Ich habe mit Absicht gespeichert. Nein. So. Hier oben machen uns die Setlines nämlich nichts. Und dann können wir mal gucken, was hier für ein Häuschen ist. Leute, das ist... Tatsächlich habe ich so noch nie gespielt. Aber von hier aus... Ich speichere mal und gucke, ob wir wieder hochkommen. Ich glaube nämlich nicht. Nein. Nein, da kommen wir nicht wieder zurück. Ach Quatsch, ich muss ja nicht Escape drücken, um zu laden. Ah. Hier ist sie. Toll.
fällt uns die Tür runter. Probieren wir das mal von der anderen Seite. Die Tür könnte vielleicht... Die Holztür, die sich wie eine Metalltür anhört, könnte hier... Hey, ich berichte, was hast du gedrückt? Hallo? So, warum lässt der los? Nicht loslassen. Das verschießt er die einfach nach oben. Man glaubt das kaum. Die ist, glaube ich, zu klein, aber hier sind noch eine, hier ist noch eine große Metallplatte. Und ich weiß, dass ich... Sag mal, irgendwie läuft heute alles schief. Ich würde sagen, ich gehe in die nächste Folge. Ihr wartet eine Woche. Ich habe leider keine Woche, um mich wieder etwas zu beruhigen und zu dingsen. Aber ich mache trotzdem eine kleine Pause, eine kleine Aufnahmepause, dass ich hier ordentlicher spiele vielleicht beim nächsten Mal. Und nächste Woche seht ihr dann, ob ich es schaffe, diese Platte hier hinzulegen, sodass ich wieder zurücklaufen kann. Und dann können wir uns das Häuschen angucken. Wenn es nicht klappt, überspringen wir das Häuschen. Aber jetzt erstmal bis nächste Woche. Ciao, miau.